Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Trainfever USA. Hier unser Zug von Oakland nach Little Rock und der fährt falsch. Ja, danke für die Kommentare. Wir kommen nicht ohne Wegpunkte aus, so wie es aussieht. Das ist zwar kein Drama, dass der hier falsch fährt, aber es könnte zum Drama werden, wenn hier natürlich dann die richtigen Züge durchrollen, diejenigen, die hier hingehören. Wir werden jetzt mal ganz kurz pausieren und in die schwindelerregende Vogelperspektive gehen, denn wir gucken jetzt mal nur sichtbar. Das wäre hier und hier. Hier haben wir noch nicht mal Züge, das kommt noch. Wir wollen jetzt Folgendes, nämlich das, ja, das, was wir hier eigentlich eingezeichnet haben, das müssen wir nur sozusagen bestätigen, damit dieser Zug auf den richtigen Weg zurückfindet. Also, Wegpunkt machen, ganz einfach. Ich mache das nicht gerne mit Signalen, das habe ich schon mal begründet. Die werden immer mal wieder abgerissen, wenn man was an der Strecke ändert, ausbaut, macht, tut, neuen Bahnhof hinstellt. Ich habe lieber diese speziellen Symbole. Im Kommentar stand noch, dass der betreffende Ausfahrtssignale beim Bahnhof nutzt. Das ist natürlich auch eine Idee, die reißt man auch eher selten ab. Aber ich möchte dann an jedem Bahnhof Ausfahrtssignale haben. Und jetzt bei sämtlichen Bahnhöfen, die wir haben, das nachrüsten, das finde ich ein bisschen doof. Deswegen bleibe ich mal bei meinen, ja, gewollten Wegpunkten. Ich muss mal ganz kurz gucken, wo macht der Sinn am ehesten? Wahrscheinlich hier. Also, Wegpunkt. Da müsste man noch zu den Wegpunkten gehen. Das sind die Depots. Jetzt geht das wieder los. Gerade was anderes aufgenommen. Jetzt finde ich die Sachen hier wieder nicht mehr. Aber hier ist das Ding zu unterst. Irgendwo war es. Ganz, ganz unten. Ja, eben. Für diese Auswahl wäre auch schon bald ein Reiter fällig oben, wenn man so viele Mods installiert hat. Und ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin, der so viele hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Oder gucke ich tatsächlich am falschen Ort? Nein, hier. Irgendwann zweifelt man dann selber. So, also hier hin. Und dann hätten wir gerne das, die gelbe Linie. Was haben wir hier vorne? Oakland. Wenn sie von Little Rock zurück nach Oakland fährt im Prinzip. Hier mal kurz vorbei schaut. So. Somit wäre das amtlich. Also der Zug müsste jetzt dem Fahrplan folgend hier durchfahren. Den Rückweg können wir eigentlich auch machen. Dann haben wir das. Dann haben wir hier nochmal welche. Denn sonst fährt der raus, so wie jetzt. Jetzt kommt er nicht anders. Achso, nee, der kommt gar nicht rüber. Wenn er das richtige Gleis nimmt, dann muss er sowieso hier rein. Okay, dann können wir uns das eigentlich schenken. Dann nehmen wir das wieder weg. So. Und dem Orangen würde ich eigentlich auch, also der Orangenlinie würde ich eigentlich auch gerne sagen, dass sie hier lang muss. Sonst kommt die auf die Idee und geht dann unten durch. Dann haben wir einfach das Problem mit einem anderen Zug in die andere Richtung sozusagen. Also, der Zug, der kommt von hier, soll hier rüber und soll dann hier rein, vor Oakland. Da müssen wir jetzt sowieso gleich mal noch was zusätzlich machen. Aber da brauche ich ja erst, Moment, alles zu seiner Zeit. Einmal Wegpunkt, da ist wahrscheinlich der Zug im Weg, wehe. Ja, fahren Sie doch mal. Dankeschön. Zug im Weg, sowas aber auch. So, ist jetzt wieder richtig. Jetzt ist er eigentlich wieder richtig. Okay, dann können wir den auch zumachen. Dann haben wir den Zuglärm nicht. Dann haben wir das Vogelgezwitscher hier aus dem Wald vielleicht. So, setze ich das jetzt noch? Ja, jetzt setze ich es. Und das war, wie gesagt, nach Salidas. Wegpunkt Oakland und dann nach Oakland. Das wäre dann hier oben. Du bist auch gelb, hoffe ich. Sonst wärst du nämlich auch schon wieder falsch. Ach, wir haben hier noch gar keine Züge, da kann noch gar keiner fahren. Gut, passt auch. Aber das werden wir jetzt gleich ändern. Aber was wir zuerst noch machen, danke für den Hinweis. Die Züge, das ist natürlich so, die fahren jetzt, so wie der Fahrplan ist, hier alles ab. Und die würden dann nachher von hier einfach wieder zurück nach Oakland, an diesen Bahnhöfen vorbei. Das ist wie beim Bussystem. Wir müssen denen sagen, dass sie auf dem Rückweg auch noch hier lang gehen. Jetzt muss ich aufpassen. Das wäre von Salinas nach El Paso. Wir müssen aufpassen wegen dem Wegpunkt. Nicht, dass der dann nachher falsch ist. Das wäre nach Salinas. Das stimmt schon. Haltestelle hinzufügen.
Jetzt habe ich es noch weggemacht. Ich bin ein Spezialist. So. Von Salinas geht's zurück nach El Paso. Von El Paso nach Little Rock. Kriege ich das hier? Jawohl. Und von Little Rock geht's nach Wegpunkt Oakland. Genau. Und von Wegpunkt Oakland geht's nach Oakland. Und von Oakland geht's wieder zurück nach Little Rock. So, jetzt passt das. Gut, jetzt fehlen nur noch die Züge. Haben wir hier irgendwo ein Depot? Ein schönes, nettes, kleines. Nein, und die haben uns hier schon zugebaut. Das ist ja auch ein schnelles Völkchen hier in Oakland. Hier unten haben wir eins. Jo, das geht aber hier ins falsche Gleis rein. Das ist die Strecke, die dann irgendwann mal hier hinten durchgeht. Hier habe ich noch einen kleinen Schandfleck. Ich habe es nicht so mit Schandflecken, zumal das hier ja mit diesem Tool in der Kürze korrigiert ist. So. Hier haben wir ein Depot. Okay, da würde der Zug hier raufkommen. Kann der wechseln? Der kann hier sogar wechseln. Das würde eigentlich auch stimmen. Dann würde er zumindest erst ein paar Meter, wäre er dann falsch. Und würde dann hier richtig kommen. Stimmt das, was ich gerade erzähle? Die Linie brauchen wir. Ja, der würde dann hier sozusagen richtig fahren nachher. Dann machen wir das mal hier unten. Und jetzt guck mal. Ist das nicht schön? Trara, wir haben die Big Boy wieder. Ja, ich habe auf die Schnelle kurz geguckt, wie ich das machen kann. Und ich konnte sie sozusagen reaktivieren. Und jetzt haben wir sie wieder und die sollte bleiben. Nicht mehr weggehen. Dann haben wir wenigstens eine Dampflokomotive. Nein, wir ersetzen keine Züge. Das lassen wir jetzt hier auch bleiben. Falls jemand nicht weiß, warum, das habe ich im normalen Spiel erklärt. Das bringt dann einfach alle Linien durcheinander. Die ganze Vielfalt, die man kreiert mit den verschiedenen Zügen, die geht natürlich flöten, weil man hat dann nur ein Ersatzfahrzeug. Und diese Fahrzeuge, wenn die eben alt werden, dann verursachen die nur höhere Betriebskosten. Sonst passiert nichts. 330 Millionen, also sobald wir hier irgendwie Probleme kriegen, müssen wir dann halt gucken, ob wir nicht vielleicht doch etwas ersetzen. Aber jetzt für den Moment, denke ich mir, ist das nicht nötig. Ja, was nehmen wir hier für einen Zug? Ganz klar, also sicher. Oder wie viele Züge machen wir? Wir machen mal drei. Ganz sicher mal die Big Boy. Mit alten Wagen? Ja, es passt schon fast besser. Da müssen wir den wieder zuhinterst haben. Wo war jetzt der Mampfcar? ist eigentlich egal, der muss einfach erreichbar sein. Nehme ich mal an. Also wir machen mal einen Wagen, zwei Wagen, drei Wagen und den zu, ja, noch einen normalen. Und dann den hier wieder zuletzt, damit sie wieder auf die Schwarzfahrer achten können. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir glatt nochmal eine Big Boy, wenn wir schon eine haben. Die sind natürlich ziemlich teuer. Das ist mir klar. Jetzt machen wir es aber mit diesem Wagen. 1, 2, 3, 4. Machen wir 5. Und dann nehmen wir als letzten Zug noch New Mexico Hamburg. Hier die Fairbanks. Die hatten wir schon lange nicht mehr. Da hätten wir noch umgedreht. Wie schnell ist die? Ach, die sind alle eigentlich so schnell, wie sie sein sollen. Ich hoffe ja schon, dass mal noch ein paar neue Lokomotiven kommen. Wir haben 1973. Also irgendwie, die Auswahl ist nicht unbedingt massig. Wenn man das da aus dem Hauptspiel kennt, ja, da versagt einem glatt ein bisschen die Stimme. Ach, sollen wir die nehmen? Wir nehmen die mal wieder. Das Problem ist einfach, was ich damit habe, das sind für mich irgendwie Güterlokomotiven, so vom Optischen her. Was macht denn die Fairbanks Mustangs? Was a medium duty option? Diesel Electricus, they were primarily used for freight. Eben, für Fracht. Could occasionally be seen ohne Passengers. Okay, geht auch für Passenger. Dann nehmen wir die mal. Und dann nehmen wir noch die dritten Wagen, die wir hier haben. Das sind eigentlich Hochgeschwindigkeitswagen, aber okay. Da gehen wie viele Leute rein? 21, 1, 2, 3, 4. Machen wir mal 4 Wagen. Ja, das passt gut. Können wir hier zumachen. Dann weisen wir die zu. Der Linie Regio. Das wäre die hier. Und dann gucken wir mal, wie die auf dieses Gleis kommen. Ach, ist das schön. Endlich wieder eine Dampflok. Was wäre ein amerikanisches Zugspiel ohne dicke Dampfloks? Die könnte natürlich auch wesentlich mehr Wagen ziehen. Aber ich würde sagen, jetzt mal so immer noch zu Beginn fast schon des Let's Plays. Das ist ein bisschen übertrieben zu Beginn, aber nach irgendwie, Gott, was sind das denn, 60 Folgen oder so? Würde ich mal sagen,
lassen wir es bei dieser Zuglänge für den Moment. Jetzt muss ich hier mal gucken. Ihr habt gemerkt, ich bin erstummt. Verstummt. Jetzt fährt die hier geradeaus. Ist das richtig so? Ja. Okay, dann bin ich zufrieden. Der Zug hier hinten hat schön gewartet. Wartet der jetzt, bis alle aus dem Depot raus sind? Oder fährt er? Er macht gar nichts, weil die hier noch kein Signal passiert hat. Jetzt hat sie das Signal passiert. Jetzt kommt hier entweder einer raus oder der fährt los. Der fährt los. Okay, haben sie sich darauf verständigt. Das ist eh gut, denn dann wird der Takt schon mal ein bisschen geregelt. Dann kommt die hier weg, die erste Big Boy, und die zweite Big Boy fährt nicht gleich hinten auf. Schön, haben wir hier so ein richtiges, ja, ein kleines Kreuz eigentlich schon bald. Sehr nett. Gut, jetzt müsste eigentlich Big Boy Number 2 den Startbefehl bekommen, oder auch nicht. Es ist ein viel befahrenes Gleis da vorne. Der Zug verschwindet. Und sie wartet auf freie Wege hier. Okay, warum tust du das? Ich sehe hier weit und breit keinen Zug. Oder vielleicht doch hier aus dem Bahnhof raus. Nee. Der müsste ja eigentlich... Der kann hier keinen Einfluss haben. Da kommt sie, okay. Sie war sich offensichtlich noch nicht ganz so schlüssig. Ist irgendwie schon nett hier mit der Straße und allem. Mir fehlt einfach, ich habe schon mal gesagt, ein bisschen grün. Mir ist es zu wüstig. Aber das ist natürlich das Spiel. Wir könnten da manuell nachhelfen, indem wir ein paar Bäume pflanzen. Das können wir auch noch machen. Das ist ja cool. Habt ihr das gesehen? Hier der Vorderteil, der ist separat. Der bewegt sich... Genau, jetzt muss Monatsupdate kommen. Der bewegt sich separat. Das ist ja sehr nett. Separat gekoppelt. Gut, dann fährst du auch mal. Gefällt mir auch soweit. Da kommt schon wieder ein Zug entgegen. Können wir schön zugucken. In New Mexico. Auch eine coole Lok. Dafür, dass es keine Dampflok ist, ist es wirklich auch eine coole Lok. So, hier machen wir mal zu. Das stört mich jedes Mal und ich vergesse es. Jetzt kann natürlich dieser Zug hier, der dritte, noch nicht raus. Das ist wiederum gut. Denn dann wird er auch wieder gepackt. Jetzt fährt sowieso die erstmal durch. Die haben hier ordentlich Verkehr schon. Guck mal, da unten kommt noch einer. Und hier unten haben wir ja noch einen Güterbahnhof. Da kommt auch gerade ein Zug rein. Boah, das ist ja eben. Das ist dann halt eben doch auch eine klasse Lokomotive, muss ich sagen. Rock Island. Sehr schön, eine Doppeltraktion. So, wir gehen jetzt aber hier wieder gucken. Ne, da kommt noch nicht raus. Der kann nicht. Der muss erst warten. Da, jetzt wollen sie wieder alle ersetzt werden. Nein. Ich sage nein zum Ersetzen von Fahrzeugen. Denn eben, ich hab's im Hauptspiel schon gesagt, oder ich weiß nicht, ob die Folge schon online ist, aber das ist einfach schade. Man gibt sich Mühe, möglichst komplex oder verschiedenartig die ganzen Züge zu machen mit Wagen und Lokomotiven. Und man zerfetzt sich das dann mit einem Klick, indem man den Fahrzeugersatz macht. Das ist jetzt nicht mal ein Vorwurf an diesen Fahrzeugersatz. Der wäre ja an und für sich auch gut. Wo ist denn jetzt hier unten? Der wäre ja an und für sich natürlich auch gut. Das erspart einem das manuelle Ersetzen. Aber das müsste man irgendwie doch anders lösen, dass man verschiedene Züge machen kann. Oder dass man so einstellen kann, dass einfach der Zug durch den gleichen Zug wieder ersetzt wird. Und zwar nicht Linie, sondern Zug. Dann hätte man es natürlich so, dass... Ja, dann könnte man einfach auf den Knopf klicken. Und hätte dann das Ergebnis, dass trotzdem wieder der gleiche Zug fährt. Das wäre wesentlich angenehmer. Und jetzt gucken wir, was hier alles daherkommt und ersetzt werden wieder. Scheint sich rumgesprochen zu haben, dass wir das nicht mehr machen. Jetzt breitet sich Panik aus. Jetzt kommen alle. Okay, auch nett. Finde ich fast am wenigsten spektakulärsten von denen, die jetzt hier fahren. Da ist halt sowieso die Frage, reichen hier drei Züge für die Linie? 5 Minuten. Nein, wisst ihr was? Ich mach mal Pause. Da schicken wir gleich nochmal 2, 3 rauf. Ne, hier ging es nicht. Wo war es denn jetzt? Hier unten, genau. Wir machen nochmal 2, damit wir da die Linie besser hinkriegen. Wir machen mal noch so eine EMD. Machen wir. Habe ich sie nicht gekauft? Jetzt. Okay. Und dazu diese Wagen. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann nehmen wir noch wieder mal eine Rio Grande. Das ist auch immer nett.
Dazu nehmen wir dann die anderen Wagen, damit das wenigstens da ein bisschen Abwechslung gibt. So, dann kommt ihr auch auf die Linie Regio. Wo haben wir denn Regio? Da. Gut, dann kann ich wieder laufen lassen. Ich hätte auch so einfach laufen lassen können. Aber das ist dann irgendwie Gewohnheit. Sobald ich was irgendwie ändere, mache, tue, habe ich das Gefühl, ich muss in Pausenmodus, um nichts durcheinander zu bringen. So, und jetzt warten sie alle. Jetzt haben sie endgültig genug. Du, ja, jetzt fährt er los. Ich wollte sagen, du könntest eigentlich fahren. Das dauert offensichtlich ein bisschen, bis das hier oben ankommt. Wahrscheinlich fährt da irgendeiner Fahrrad da hinten, um den Strom zu erzeugen. Denn, ja, 1973 hat es meines Wissens nach noch keine Computersteuerung gegeben. Weder hier noch sonst irgendwo. Ich würde gerne mal sehen, wie hier einer von der Linie hier raufkommt, in dieses Gleis, in diesen Bahnsteig, aber das dauert natürlich eine Ewigkeit. Ja, wisst ihr was, lasst uns die doch hier mal einfach selber fahren, denn wir kennen die Züge, wir sind fast schon mit jedem mindestens einmal mitgefahren, da müsste mal was Neues kommen in Sachen Lokomotiven und Wagen, dann könnten wir wieder gucken. Und die Strecke selber, ja okay, da könnte man schon mal noch ein Stück mitfahren, wenn wir hier gerade eine erwischen, ja, die zum Beispiel, da kommt jetzt sowieso, wenn ich mich nicht täusche, das müsste eigentlich der interessanteste Abschnitt sein. Ja, hier durch den Berg durch, das ist sicher nicht uninteressant. Können die wieder drehen? Die können wieder drehen, gut. Aber ich möchte jetzt eigentlich hier, ja, weiterbauen, damit wir weiterkommen. Wir sind jetzt hier in Salinas, das ist der hinterste Zipfel. Und von Salinas aus wollen wir eigentlich jetzt hier runter, damit wir hier diese Städte auch noch ans Netz kriegen. Hier haben wir einen Bahnhof, das heißt, die beiden gehören sicher noch dazu. Und hier hinten dann das hier, das Städtchen Vancouver in Kanada. Jetzt lacht wahrscheinlich einer, wenn er es guckt. Ja, lasst uns doch von Salinas nach Garland gehen und von Garland nach Cedar Rapids. Da könnte man eigentlich wieder eine Regionallinie machen. Eine kleine. Also so klein wird die gar nicht, aber eine kleinere als die andere. Oder wird sie vielleicht auch nicht. Schwierig zum sagen. Wenn es dann hier noch runter geht, dann müssen wir da nochmal ein Gleis haben. Das ist aber eigentlich egal wo. Ich überlege gerade, wo wir hier rausgehen. Ich würde mal sagen, damit, ja, also am besten sieht es halt aus, wenn wir natürlich hier runtergehen. Dann können wir hier vielleicht noch, ja, ein Depot oder so ranhängen, dass wir diese Gleise gar nicht nutzen oder einfach die auch noch verbinden, damit das gut aussieht. Denn ich glaube nicht, dass wir alle brauchen. Wir sind hier am äußersten Zipfel, aber es sieht halt am besten aus, wenn die Bahnhöfe auch ein bisschen groß sind. Gut, ja, hier wollen wir natürlich jetzt nicht so eine Riesenbrücke. Ganz bestimmt nicht. Haben wir da schon den größten Winkel? Haben wir. Okay. Wenn wir das aufschütten. ist mir fast ein bisschen zu heftig. Wir haben hier dann, da kann man ja, wenn man da Wasser reinfüllt, haben wir einen See nachher. Mit schöner Dickwand. Vielleicht den ersten Teil rund. Oder ein bisschen so. Nee, ich möchte hier eigentlich nicht Serpentinen bauen. Aber wenn wir hier mit der Wand rausgehen, oder sollen wir hier auf eine Brücke rauf? Oh, jetzt kommt mal was Neues. Okay, SD40. Das ist klar, wo du nachher fährst. Aber erst müssen wir die Strecke hinkriegen und einen neuen Bus. Sehr schön. Gut, jetzt, ich überlege mir gerade, wenn wir hier vielleicht doch eine Brücke machen. Irgendeine schöne, haben wir irgendwas? Schade, dass es die alte Holzbrücke schon wieder nicht mehr gibt. Das sind so die Standardbrücken, die man von Train Fever her kennt. Oh, falsch. Nochmal. Dass wir hier... ich würde fast am ehesten zu der hier tendieren. Können wir nicht weiter runter? Nein. Können wir das halbwegs gerad machen? Ohne, dass der Knubbel im Weg ist. Gerade machen. So heißt's, Herr Heisenberg. Ja, machen wir mal so. Und dass es jetzt zum Beispiel übergeht
in der Aufschüttung. Wie sieht das denn aus? Eher komisch. Naja, haut mich nicht vom Sockel und es geht mir fast schon zu steil runter. Ich hätte hier noch gerne irgendwie eine Straße unten durchgezogen, dann wenn schon. Wisst ihr was, wir nehmen das nochmal schnell weg hier. Bauen es nochmal neu. Mit ein bisschen mehr... ein bisschen weniger Gefälle, so muss ich sagen. Dass wir hier eben eine Straße unten durchkriegen. Da sind aber die Pfeiler doch relativ nah beieinander. Da kriegen wir keine Straße durch, das geht nicht. Oder kriegen wir hier eine Straße durch? So wäre es zumindest ebenerdig. Ich baue es mal testweise. Da geht doch keine Straße durch. Nee. Nee, ich wusste es. Wir bräuchten weniger Pfeiler. Um weniger Pfeiler zu haben, müssten wir sie ziehen. Und ich möchte sie nicht zu lang haben. Wir kämen hier wahrscheinlich mit einer Unterführung durch. Aber eine Unterführung unter einer Brücke durch, das ist auch irgendwie... das habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Das würde gehen. Aber das ist dann eher merkwürdig. Die Brücke so, die würde mir eigentlich gefallen. Wir reisen nochmal ab. Wir haben ja das Geld. Wir leben im Luxus. Da lebt es sich in Saus und Braus. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwie was erwische, was nicht so pfeilerintensiv ist. Die haben natürlich alle die Pfeiler. Nee, da kommen wir nirgends durch. Was passiert denn, wenn wir sie halt wirklich noch ein bisschen ziehen? Dann müssen die Pfeiler doch auseinandergehen. Gehen sie nicht. Das ist ja interessant. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Wie macht man denn eine Brücke, dass die Pfeiler weiter auseinandergehen? So auf alle Fälle mal nicht. Wenn ich sie in die Höhe stemme. Jetzt haben wir dann gleich eine Raketenabschussbasis. Das ändert an den Pfeilern nichts. Ja, dann können wir hier... Ah, wisst ihr was? Wir müssen es andersrum machen. Wenn wir natürlich die Straße zuerst hinstellen, dann werden die Pfeiler angepasst. Machen wir das doch mal so. Ist das innerorts? Das ist innerorts. Okay. Hier um die Kurve rum. Und dann hier... Ja, so ist okay. Gut. Jetzt müssten wir eigentlich... Ja, jetzt kommen wir mit der Brücke rüber. Ich habe im Prinzip auf der falschen Seite angefangen. Das müsste doch jetzt gehen. Nicht, dass es nicht geht, weil jetzt haben wir wahrscheinlich ein Pfeilerproblem. Das kann ja nicht wahr sein. Im Ernst? Ihr macht Scherze. Okay, das war die Hammeridee des Jahres mit, mit dass wir zuerst die Straße bauen. Nein. Geht nicht. Was steht da? Brückenpfeilerkollision. Allen Ernstes. Das muss doch möglich sein, dass man hier einen Pfeiler runter macht und dann hier wieder. Und dass da das Ganze dann trotzdem irgendwie statisch... Ich mach mal Pause. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Okay, ich möchte hier aber eine Brücke haben. So geht's natürlich sowieso nicht. Okay. Ja. Das wird eine größere Übung mit dieser Regionallinie hier runter. Wenn das überall so macht... Wir nehmen die mal wieder weg. Und jetzt kommt natürlich, was kommen muss. Eine möglichst schöne Bereinigung des Ganzen. Muss ich aufpassen, dass ich nicht abrutsche, sonst verändere ich da irgendwie an dieser Bahntrasse noch was. Das möchte ich natürlich nicht. Wir müssen mal gucken. Das könnte natürlich noch eine schöne Herausforderung geben, wie wir hier dann mit der Straße durchkommen, wenn wir das noch wollen. Und ich gehe davon aus, das wollen wir noch. Denn wir wollen das Städtchen natürlich auch ausbauen. Das kriegt dann eh noch Güter und, und. Ich würde sagen, wenn wir dann diese Regionallinie hier haben, dann gucken wir mal primär wegen Güterversorgung in all diesen Städten, die wir jetzt schon angeschlossen haben. So, sieht so aber schon besser aus, wenn es gerade rausgeht. Das kann dann später runter. So, jetzt zum Beispiel. Ja, und wenn wir jetzt hier... Das aufschütten. Oh, das geht gar nicht. Hm. Sag mal, und warum geht das nicht? Das müsste doch zu machen sein. Nee, das passt dem Spiel nicht. Wir könnten natürlich einen künstlichen Hügel hier hinstellen. Dann ging es wahrscheinlich schon. Ich
probiere das mal. Das ist ja schnell gemacht. So. Wir greifen hier mal rüber in die Natur ein. Ja, ein bisschen größer. Ja, wir haben ja Zeit. Dann bauen wir hier jetzt halt mal ein bisschen länger rum. Macht ja nichts. Dann sind wir wenigstens schön beschäftigt mit dem Spiel. Ist auch schön. Ich mache das lieber wie Züge ersetzen. So, das Schöne. Es ist halt einfach genau das Schöne. Eben, man baut. Man macht halt auch ein bisschen was an der Landschaft und ändert da was und dort was. Und ist dann, freut sich dann halt darüber, dass jetzt das so geworden ist, wie man es sich halbwegs vorgestellt hat. Denn jetzt, das müsste eigentlich klappen. Ich bin da relativ zuversichtlich, dass wir jetzt hier irgendwie raufkommen. Halt meinetwegen nochmal mit einer Brücke und dann aber von hier hinten das Ganze aufschütten können. Vielleicht hätte ich noch ein bisschen näher rangekonnt. Ich gucke mal, wie das jetzt aussieht in zwei Schritten. Hier rauf kommen wir schon mal. Das geht nicht. Okay, dann ziehen wir doch den Hügel noch ein bisschen vor, damit hier die Brücke nicht so lang wird. Mindestens ein bisschen noch. Hier noch ein bisschen, hier noch ein bisschen. So. Sind wir? Ja, ein bisschen näher sind wir. Wir können noch ein bisschen ran. Eine gewisse Breite muss es natürlich auch haben. So, ich denke, das können wir jetzt aber als Brücke stehen lassen. Vielleicht kriegen wir dann doch noch irgendwie eine Straße da unten durch. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. So, gut. Machen wir so. Und jetzt müsste doch möglich sein, dass wir hier aufschütten. Ja, jetzt geht's. Wir haben maximales Gefälle. Wollen wir hier aufschütten? Doch, würde ich sagen. Oder sollen wir hier nochmal eine Brücke machen? Vielleicht machen wir nochmal eine kurze Brücke. Das sieht eigentlich auch nett aus. Genau so. Maximales Gefälle haben wir, gut. Und jetzt können wir wahrscheinlich wieder nicht mehr aufschütten, sehe ich das richtig? Ja. Dann machen wir halt nochmal einen Hügel. Dann haben wir hier die drei Hügel von, wie heißt du denn? Salinas. Das kommt vielleicht dem einen oder anderen auch bekannt vor aus dem Hauptspiel. Mit den Hügeln, aber das sind Brücken. Die sieben Brücken von Krummstedt. Warum? Kannst du nicht ein bisschen schneller hier? Oder bin ich jetzt schon so verwöhnt? Vor allem bin ich jetzt wieder raus. Jetzt. So verwöhnt, dass ich dachte, das ging vorhin schneller. Ich weiß es gar nicht. Das darf ruhig ein bisschen näher sein. So. Das sieht vielleicht ein bisschen komisch aus auf den ersten Blick, wenn hier einfach überall so Hügel aufgeschüttet sind. Aber so ist die Natur. Die fragt nicht, ob es schön ist. Die hat einfach Berge erstellt. Also erstellt ist vielleicht der falsche Ausdruck. Gewachsen sind sie bekanntlich auch nicht. Aber die sehen halt auch aus, wie die Natur das gemacht hat und nicht irgendwie nach ästhetischen Gesichtspunkten. Wobei Berge natürlich rein optisch meistens schon etwas sehr Schönes sind. So. Na, kommst du hier rauf? Vielleicht hier noch ein bisschen breiter. Dann kommst du hier vielleicht dann langsam mal runter. Ja, ist ein bisschen gar steil, ich gebe es zu. Mal gucken, ob sie das annimmt hier. Die Schiene. So, also hier kommen wir schon mal rauf. Das klappt. Gut. Straße. Hier vielleicht. Hier kann es sein, dass wir die kleinste Straße durchbringen. Und das ist doch irgendwie eigentlich ganz nett. Es ist jetzt halt mal wieder nicht sehr gerade. Aber ja, die Leute hier, die mussten von Bahnhof zur Brücke bauen, zum Hügel bauen, wieder zum Hügel bauen. Da konnten sie nicht groß auf das Gerade achten. Da mussten sie darauf achten, dass sie die Hügel erwischen. Gute Ausrede. So, jetzt gehen wir aber runter. Und jetzt machen wir aber auch die Aufschüttung hier. So, und jetzt werden wir das hier noch ein bisschen angleichen. Das sieht immer ein bisschen Panne aus, finde ich hier. So geraffelt. Jetzt haben wir hier ein bisschen wenig Hügel, da hätte ich gern wieder ein bisschen mehr. So, sieht das halbwegs natürlich aus? Das sieht gar nicht schlecht aus, finde ich. Jetzt müssen wir hier aber das Geraffel auch noch wegkriegen. Vielleicht mit dem kleinsten Werkzeug. Dann hauen wir nicht gleich so derb rein. So, so kann das, glaube ich, in der Natur ungefähr aussehen.
hier auch nochmal ein bisschen erhöhen. Ja, das passt. Gut. Das ist natürlich jetzt hier ist zerworfen und hier ist es irgendwie, ja, das ist halt von Menschenhand aufgeschüttet. So ist das. Oh, da kommen wir genau zum Bahnübergang. Das passt so. Okay, kommen wir jetzt hier rüber? Doch, das geht problemlos, da bin ich froh. Nein. Ach, wir bauen mal und gucken dann schnell. Das ist einfacher. Irgendwie hat man eine größere Auswahl. Oder eine bessere Übersicht, sagen wir so. Gut, wir nehmen das. Dankeschön, das müsste es schon angenommen haben. Hat es auch. Boah, das sieht bestimmt nett aus, wenn hier der Zug runterkommt. Stimmt denn die Richtung? Naja. Wo machen wir den Bahnhof hin? Hier. Das ist prädestiniert. Denn hier können wir gleich wieder weiter nach Cedar Rapids. Da haben wir dann noch einen Fluss im Weg. Sehr schön. Das sieht ein bisschen aus wie auf der anderen Seite. Fast ein bisschen wie geklont, die Map. Aber warum soll es nicht auf der anderen Seite auch so einen schönen See haben? So ein bisschen so rüber. Und wisst ihr was? Jetzt werden wir gleich mal noch wegen dem zweiten Gleis gucken. Das vergesse ich jedes Mal. Das gibt's ja nicht. Das könnte nämlich noch ein Problem werden mit den ganzen Brücken hier. Geht das überhaupt? Doch, hier geht's. Aber wir müssen hier auch noch rauskommen. Nee, so sowieso nicht. So müssen wir rauskommen. Ah, puh. Okay. Schwein gehabt. Ich bin dann jeweils so im Bauen drin. Da fällt mir dann am Schluss, wenn alles steht, ein Mist. Da müsste noch ein zweites Gleis rüber. Und dann hat man natürlich oftmals das Problem. Müsste. Da wird aber nichts draus. Nicht so, wie du gebaut hast. Jetzt haben wir hier ein kleines Problem. Tatsächlich. Da müssen wir halt zur Not nehmen wir die Straße weg. Kommen wir hier wirklich nicht rüber. Das ist nicht angelegt, warum auch immer. Jetzt. Nicht genügend Platz. Aha, das ist wieder eher merkwürdig. Wo soll hier Platz fehlen? Geht einfach nicht. Auf der anderen Seite geht es garantiert. Ja, warum war mir das klar? Ich werde das jetzt hier nicht so abreißen. Sondern wir machen so Platz. Wir sind sowieso noch nicht mit Bussen oder irgendwas oder LKWs unterwegs. Von daher betrifft uns das nicht mal, dass dort kein Verkehr mehr durchkommt. Sag mal, sind wir echt schon so weit gekommen? Tatsächlich. Gut. Keine Angst, ich werde jetzt die Straße da gleich neu machen. Und zwar am liebsten mit einer Brücke. Also das müsste... Wo haben wir es denn? Hier oben. Das müsste diese Straße sein. Ja. Nett. Steinbrücke ist eh schön. Reicht das, um unten durchzukommen? Ich denke, ja. Ich mag diese Steinbrücke. Ich finde die wirklich sensationell. Die ist sowas von gut gelungen. Und es hat halt irgendwie auch, ja, zu wenig Brücken. Das, ja, ist leicht gesagt, dann mach eine, modde eine, Heisenberg. Aber eben, ja, wie? Keine Ahnung, ich bin nicht Modder. Aber falls jemand moddet und ihm ist langweilig und er hat keine neuen Ideen mehr, also Idee Nummer 1 wäre bei mir nach wie vor ein Parkplatz, einfach ein Parkplatz für die Bahnhöfe und Co. Denn in der Moderne sieht es einfach komisch aus, so große Bahnhöfe und nirgendwo hat es einen Parkplatz für die Autos. Und das zweite wäre tatsächlich vielleicht nochmal ein paar neue Eisenbahnbrücken schöne. Oder dass die auch nicht dauernd ablaufen. Denn ablaufende Brücken finde ich auch irgendwie eher komisch. Die laufen doch nicht ab, Brücken. Also, die können vielleicht aus der Mode kommen, aber ablaufen? Nee, irgendwie nicht. Ja. Okay, da wären wir jetzt. Wo sind wir denn hier? Was haben wir denn hier? Garland. Das liegt fast am See. Die haben Pech gehabt, dass hier noch jemand einen Berg hingestellt hat. Sonst hätten sie Seezugang. Aber man kann nicht alles haben. Gut. Wir bauen in der nächsten Folge weiter und sagen Tschüss aus Garland. Wo? Doch, guck mal, da hinten fährt ein Fahrzeug. Ein Auto. Das ist kein Fahrzeug, das ist ein Auto. Ein schönes Auto. Ja, und mit diesem schönen Auto sage ich Tschüss. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.